So, Kinder, es ist der 4. Advent. Weihnachten steht quasi kurz bevor. Und wenn ihr jetzt noch ein Last-Minute-Geschenk braucht, dann habe ich heute das perfekte Rezept für euch. Es ist super easy. Ihr könnt quasi alles, was ihr in der Küche habt, dafür verwenden. Ihr müsst einfach nur Schokolade drauf machen und dann schmeckt es perfekt. Es sind nämlich diese Schokokrottis. Die sind ebenfalls vegan, wie alle anderen Rezepte von mir. Einmal mit weißer veganer Schokolade und einmal mit Zartbitterschokolade. Wie das jetzt funktioniert, das zeige ich euch. Los geht's. Als erstes schnappt ihr euch eure Zartbitterschokolade und schmelzt die in einem Wasserbad. Wenn die Schokolade schön geschmolzen ist, gibt es sie in eine etwas größere Schüssel. Und ich habe jetzt hier noch ein bisschen Erdnussmus untergemischt, einfach weil ich Erdnussbutter liebe und es der Schokolade noch einen ganz leckeren, cremigen Geschmack gibt. Ihr könnt natürlich auch andere Nussmusse nehmen, wie zum Beispiel Macadamia-Mus oder Mandelmus oder auch selbstgemachte Kokosbutter. Da habe ich euch nochmal ein Rezept unten in der Infobox verlinkt. Als nächstes gebe ich geröstete Mandelstifte rein. Die habe ich einfach vorher in einer Pfanne ohne Öl angeröstet. Dann kommen Kokosflocken und gehackte Cranberries rein. Dann habe ich hier ein paar Salzbrezeln vorher ein bisschen auseinandergebrochen. Und zum Schluss kommen die Shreddies rein. Die fand ich besonders cool und wollte ich eh schon längst mal ausprobieren. Ihr könnt aber auch jegliche andere Form von Cornflakes nehmen, wie ihr möchtet. Dann verrührt ihr das Ganze, bis alle Komponenten mit Schokolade überzogen sind und verteilt jeweils einen Esslöffel der Masse auf einem Backblech, auf das ihr vorher Backpapier gelegt habt und lasst das Ganze dann bei Zimmertemperatur erkalten. Wer es ein bisschen eiliger hat, kann das Blech aber auch gerne in den Tiefkühlschrank stellen. Dann sollte es ungefähr 10 Minuten dauern, bis die Schoko Crossies richtig gut durchgekühlt sind. Natürlich könnt ihr auch noch ein bisschen dekorieren, dann sieht das Ganze nicht aus wie kleine braune Häufchen, sondern ein bisschen dimensionaler. Ich habe jetzt noch ein paar Shreddies oben drauf getan und ein bisschen was von den Kokosflocken. Aber am Ende könnt ihr natürlich frei entscheiden, wie eure Schokocrossies aussehen sollen. So, das Ganze habe ich auch nochmal mit veganer weißer Schokolade gemacht. Die bekommt ihr unter anderem von Fantastic Foods. Da habe ich nochmal die gleichen Zutaten hinzugefügt wie bei der Zartbitterschokolade. Ihr könnt hier aber auch wieder mit anderen Komponenten arbeiten. Das ist ganz euch überlassen. Auch hier wird die Masse wieder einfach auf ein Backblech gegeben und nochmal dekoriert zum Schluss. So, das sind sie, die fertigen Schoko-Crunchies. Lasst euch nicht von meinen Schokofingern irritieren. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und wir sehen uns im nächsten Jahr. Schokocrossis. Ja. Die eignen sich perfekt zum Verschenken. Falls ihr noch andere Last-Minute-Geschenkideen braucht, schaut doch mal hier. Da habe ich Traumstücke gebacken. Die waren auch wirklich ein Traum. Also, hands down, sehr lecker. Oder hier in dem Video, da mache ich Rumkugeln, genauso wie man sie aus der Kindheit kennt, mit ordentlich Kuchenteig drin. Richtig gut. Das Rezept für die Schokocrossis findet ihr wie immer auf meinem Blog, foodsandeverything.wordpress.com. Alle Infos dazu in der Infobox. Link zu Facebook, falls ihr Bock habt, könnt ihr mal vorbeischauen, da poste ich immer die neuesten Rezepte. Ansonsten Daumen hoch, wenn ihr mögt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal sehen, wann das sein wird. Macht's gut, schöne Weihnachten!